Auf dieser sogenannten Kambly-Erlebnisroute bekommt man nebst der tollen Weitsicht auch noch einen interessanten Einblick in den Arbeitsalltag der Kambly-Rohstoffproduzenten. Jan, was hat es genau auf sich mit der Kambly-Erlebnistour? Die Kambly-Erlebnistour ist eine 30 km lange E-Bike-Tour. Wir besuchen dort unsere Kambly-Rohstoffproduzenten. Und es ist eine offizielle Schweizmobil-Route. Aber ich denke, wir gehen es gleich anschauen. Komm doch mit und dann gehen wir es abfahren. Wir sind dann die E-Bikes am Bahnhof in Langnau abholen und nach einer kurzen Einführung ist die Fahrt losgegangen. Wir mussten einfach den 777er Wegweiser folgen, um in die tolle Landschaft zu kommen. Hier sind wir jetzt auf dem Gladbach oben und sehen hier über das Emmental. Hier vor uns gerade der Hogant, nachher links gerade der Flur mit dem Scheiben Gürtsch. Schau, Nicole, jetzt sind wir hier auf dem Hinger Gladbach. Das ist jetzt eine von diesen 14 Stationen, die auf dieser Kambly-Erlebnistour bestehen. Hier sind wir jetzt bei der Milchwirtschaft. Von diesem Bauernhof hier oben bezieht die Käserei im Traubschacher die Milch. Und aus dieser gibt es dann den Butter, oder wie wir hier sagen, den Anken für unsere Kambly-Brätzeli. Aber wer natürlich mehr erfahren will, nimmt am besten die App. Wir haben eine Kambly-Tour-App. Auf dieser App hat man viel mehr Informationen. Man hat Filme, man hat Audiobeiträge, man hat Text, man hat Fotos, wo man sich eben dann wirklich informieren kann über die einzelnen Stationen. Wie ist Kambly auf die Idee gekommen, so eine Veloroute zu konzipieren? Für uns ist ganz wichtig, dass wir unseren Konsumenten zeigen können, wo wir daheim sind. Kambly ist seit 103 Jahren in Traubschachen daheim, in dieser wunderschönen Landschaft hier. Und von hier beziehen wir eben unsere Rohstoffe. Wir beziehen nur hochwertige Rohstoffe und wir wollen eigentlich unseren Konsumenten zeigen, von wo sie kommen. Markus, bei dir dürfen wir das eine oder andere noch über Getreide erfahren. Was hat eigentlich der Urdinkel für eine Eigenschaft? Urdinkel ist ein ganz altes Getreide, das seit Jahrhunderten angepflanzt wird, das gut im Oberemmental gedeiht, das robust ist gegen Wind und Wetter, wo wir es schon seit ein paar Jahren für Kambly produzieren. Und wir gehen jetzt noch schauen, wie Getreide zum Mehl gemacht wird. Hallo Dani, schön, dass wir die Mühle anschauen dürfen. Wie ist eigentlich die Partnerschaft zwischen euch und Kambly entstanden? Der Grossvater Kambly hat meinem Grossvater versprochen, solange es im Dorf eine Mühle gibt und wir Mehl machen, können wir für sie das Mehl liefern. Und das haben die zwei mit Handschlag so besiegelt. Und das gilt heute noch zwischen Mitzigen, Oskar Kambly und mir. Und da sind wir sehr froh und dankbar.